Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich suche immer noch eigentlich einen Händler irgendwo, wo wir den Rest bekommen. Beziehungsweise wir müssten mal unsere Sachen hier einlagern. Beziehungsweise wir können ja einmal hier in den Trade Authority kleinen Automaten da gehen. So, gehen wir mal runter. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen, wenn wir da runter gehen. Und da verkaufen. Wir müssen aber auch schon mittlerweile gut Gold haben. Gold Credits. So, okay. Erstmal einen schönen Ladebildschirm am Anfang. Das ist immer schön. Ist wirklich immer schön. So. Ich muss mal erstmal so laufen. Wegen der Ausdauer. Oder so. Hau ab, bin im Dienst. Ich wollte auch nicht mit dir reden. So. Sauerstoff geht aber auch schnell weg. So voll wie wir sind. Wie viel tragen wir jetzt bei uns? Gut eine Tonne. Aber okay. Wir gehen zuerst zu dem Verkaufsautomaten. Und dann können wir gleich mal einlagern. Aber unser Schiff ist eigentlich schon ein ordentliches Monster, muss man sagen. So. Da haben wir den Verkaufsautomaten. Ich hoffe, der hat wieder Geld. Nein, der hat kein Geld. Kann ich trotzdem den Rest dann einlagern? Wir haben jetzt eigentlich gut was eingekauft. Das heißt, wir könnten eigentlich eine unserer Bases weiter ausbauen. Ich würde tatsächlich eigentlich mit dem einen anfangen, wo wir Eisen, Aluminium und Beryllium hier lagern. Also abbauen wollen. Wie ich damit tatsächlich anfangen wollen. Dass wir auch schon mal Linnen und so weiter und Heller dort stationieren können. So. Inventar. Wir haben hier sehr viele Ressourcen. Die müssen wir alle mal einlagern. Ich hoffe, wir haben da Platz dafür. Kann nicht mehr gelagert werden. Irgendwas? Wir sind immer noch überladen. So. Irgendwas, was noch ein Kilo wiegt, könnten wir höchstens. Okay, dann gehen wir trotzdem mal nach Albefe haben wir da, glaube ich, genannt. Nach Albefe. Ich will irgendwie mein Raumschiff cooler bauen. Gefällt mir noch nicht so, wie das ist. Ich habe viel zu viel. Also ich baue irgendwie viel zu besteuert, muss ich sagen. So. Aber jetzt erstmal Sternkarte. Und Albefe war Narion. Genau, Narion. Da. Andrafon. Ja, Albefe war genau.
Der Befehl war richtig. Landen wir da und bauen den jetzt mal endlich aus. Level 19 sind wir schon. Wir hatten einen Skillpunkt gehabt. Ich meine, wir waren vor noch einer Folge oder so auf 18. Warte mal, das will ich mir... Wir haben tatsächlich noch einen Skillpunkt. Wo packen wir das mal hin? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Wir können den hier nochmal ausbessern. Oder... Nee, hier haben wir noch nichts. Den würde ich gerne machen, weil dann können wir Klasse B schon freischalten und fliegen. Aber Außenpostentechnik würde ich vielleicht auch in die Richtung mal gehen. Gibt es hier sonst noch was, was mit Außenposten zu tun hat? Außenpostenverwaltung? Gib 5 weitere Punkte hier rein. Würde ich vielleicht das hier mal machen. Beim Durchsuchen von Behältern besteht die Chance, dass du zusätzliche Credits findest. Plündere 25 Behälter. Das kriegen wir locker hin. So. Bauen. Ah, den könnten wir machen, aber ich würde den hier machen wollen, tatsächlich. Einen ganz normalen kleinen Landeplatz. Hier so direkt daneben. Womit überschneidet er sich? Hier kann ich den bauen, okay. Dann nochmal so ein Frachtlink. Würde ich dann hier hinsetzen, daneben gleich. Ach so. Dann machen wir das mal so. Ne, ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr. Aluminium. Wo war Aluminium? Aluminium war hier. Können wir nicht noch einsetzen, aber Beryllium. Komm, machen wir hier nochmal ein Beryllium. Einmal. Machen wir den mal hier hin. Und Eisen. Extraktoren bauen Ressourcen über Zeit ab. Die meisten müssen auf einer Ressourcenader platziert werden. Einige Ressourcen kannst du aber auch aus der Atmosphäre abbauen. Sobald das Inventar des Extraktors voll ist, hört er auf zu produzieren. Verbindest du einen Lagerbehälter mit einem Ausgabelink, landen die abgebauten Ressourcen direkt im Behälter. Um einen Ausgabelink zu erstellen, wechsle mit Change Mode in den Modifizieren-Modus, markiere das Objekt und drücke RT. Alle passenden Ziele werden hervorgehoben. Markiere das Zielobjekt für die Ausgabe und drücke A, um es zu verbinden. So, okay. Dann jetzt noch einmal Eisen. Eisen war doch, glaube ich, hier hinten irgendwo. Oder hier unten? Ui. Setzen wir den mal um. Dann setzen wir den mal hier hin. Und fangen hier an, Eisen abzubauen. So. Ich glaube, den setzen wir auch einmal um. Dann packen wir das mal hier hin. Irgendwie. Wenn wir Platz finden. Hier hätten wir Platz. Drehen den noch ein bisschen. So. Ja. Dann würde ich die hier hinpacken. Die Frage ist, werden wir auch angegriffen, also überfallen von irgendwelchen Leuten. So, jetzt brauchen wir nochmal so einen, um Strom zu generieren. Jetzt haben wir erstmal wieder genug Strom. Lager. Transferbehälter. Möglicher Transfer von Ladungen, während du dich an Bord eines Schiffs befindest. Feststellung.
Lagerhaus klein. Kann ich auch größere bauen? Ich würde das erstmal so lassen. Einfaches Dings. Würde ich mal anfangen, hier einen Außenposten hinzusetzen. Wo setzen wir den dann am besten hin? Ich glaube, hier machen den ein kleines bisschen höher. So. Nein. So. So ein kleines bisschen. So. Und dann ja, machen wir das hier. Achso, da reicht was nicht. Wie wär's damit? Nee, ich glaube, das. Ne, das. Wir machen das. Aluminium haben wir passend dafür. So. Dafür haben wir kein Aluminium mehr. So. Crewstation. Dafür haben wir auch kein Aluminium mehr. Lassen wir mal den Baumodus. Wir müssten ja hier irgendwo Aluminium haben, noch in dem Frachtling da. Gehe ich mal von aus, dass der welches produziert hat. Und dann könnten wir hierhin eigentlich Lin und Hella und so weiter stationieren. So, mal gucken, wie voll das ist jetzt mit Aluminium. Alu. Wenn wir jetzt so, dann müsste jetzt eigentlich, jo, ich kann tatsächlich eine Crewstation jetzt bauen. Ich gehe aber mal dann direkt da rein. So, einmal stehen bleiben wegen des Sauerstoff. Ach, das Ding ist da unten immer noch mit dem Giftgas. So, ich weiß, kommt Sarah noch rein? Ich glaube, das war keine gute Idee. Kann ich das verschieben jetzt noch, während ich drinne bin? Mit dem Giftschlot hier? Das hier hinsetzen. Packen wir erstmal hier. Das sah gefährlich aus. Nee, ich will das nicht, dass es da direkt andockt. So, das wird hier aber auch mal höher. Komm, dann lassen wir das mal so. Kann ich hier noch mehr Module bauen? Ja, tatsächlich. Aluminium war das, was gefehlt hatte. Bei den meisten. Das brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann mache ich hier, ich könnte einen Wachturm bauen. Kann man da auch rein?
Jo, kann man tatsächlich rein. Ich pack den mal hier hin. So. Dann machen wir für jeden jeweils ein Zimmer. Eins, zwei. Dann kommt da so eins. Und dann, nein, ich will den hier haben. Also ich habe kein Blei mehr. Muss ich jetzt nochmal reingehen, wahrscheinlich. So, das war jetzt aber hier gefährlich. Ich habe ein bisschen Schaden abbekommen. Den Turm will ich mir gleich noch ansehen. So, die Frage ist, kann ich dann auch da gleich mit meinem Schiff landen oder ist das zu klein, der Landeplatz? Genau. So. Dann. Nee. Wo war denn das? Die Crewstation. Machen wir hier eine. So. Ja, die Crewstation erlaubt dir, einen Außenposten Crewmitglieder zuzuweisen, was abhängig von deren Skills diverse Vorteile mit sich bringen kann. Crewmitglieder weist du über Datenmenü, Schiffsmenü, Crew deinem Außenposten zu. Ah. Okay. Scanbooster habe ich schon einen? Hier? So. Okay, aber. Ich würde dann. Nicht Dekoration, Möbel. Würde ich hier ein Bett hinsetzen. Kein Stockbett, keine Pritsche. Vernünftiges Bett vielleicht. Ui, so ein Bett kann man auch noch bauen. Aber ich würde hier. Aber warte, man kann ja. Dann macht man Duschraum für die auf jeden Fall, dass die auch sich waschen können. Machen wir mal so. Ziehen wir den auch noch mal ein bisschen darunter. Und hier auch noch mal. Zwei Stück. Ich glaube, mehr Leute braucht man hier jetzt nicht. So, Schlafsack könnte man auch noch machen. So, Tisch. Kaffeetisch. Navigationskonsole. Holzschreibtisch. Konsolentisch. Okay, das finde ich cool. Dass man sowas alles machen kann. Schreibtischabtrennung. Gibt es hier auch andere Abtrennungen? Ah, ich mache hier zwischen denen sowas mal. Jeder hat dann seine eigene Seite und jeder kriegt noch einen Spind gleich. Wandschrank, Regal, Wandregal, Kühlschrank. Ach, kann ich nicht? Kann ich keinen Spind machen? Aber okay, dann machen wir hier so Dekoration vielleicht. Gibt's hier? Doch, hier. Ein Waschbecken packen wir mal.
Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn ich das hier woanders hinsetze. Da hinsetze, dann da, wo die geraden Räume sind. Also die geraden Wände. Machen wir das Badezimmer. Krass, was die Sarah alles drauf hat. Lebst du nur oder wohnst du schon? So, Klopapier. Irgendwie. Aber eine Dusche können die hier nicht haben, oder wie jetzt? Anzeigen. Datenslate, Anzeige. Schaukasten, Helmständer, Waffenständer, Waffenständer, Waffenkoffer, Rucksackständer. Ich kann hier keine Duschen bauen. Ja, okay. Wenigstens haben die hier ein Klo, ein großes Badezimmer. Dann packen wir aber hier für die noch solche Dinger rein. Die industrielle Werkbank, eine Kochstation, dass die auch hier was zu essen haben. So, sowas könnt ihr auch gebrauchen, würde ich aber vielleicht hier hinsetzen. Komm, das kann ich hier hinpacken. Und das direkt daneben. So, Forschungslabor kann man dazu hinpacken. So. Gebäude brauchen die jetzt erstmal nicht. Einfach ein Fabrikator. Ich glaube, den muss ich draußen hinpacken. So, okay, aber... Ui. Dann kann ich hier... Wo war denn das? Verteidigung. Den kann ich dann hier hinsetzen. Würde ich mal sagen. Eins hier. Eins nochmal hier hin. Jetzt benötige ich mehr Energie. Hier würde ich auch nochmal eins hinpacken. Und hier nochmal eins. Wie sieht's damit denn aus? Wenn ich hier oben auch nochmal einen packe. Okay, jetzt nochmal was für die Energie. Da kann ich noch einiges bauen. Immerhin. Ah, okay. Das passt. Aber ich würde noch einen bauen wollen. So, dann haben wir 36. So, das müsste dann erstmal für den Anfang reichen. Gehe ich mal von aus. Und dann können wir hier doch jetzt bestimmt, wenn ich auf Crew gehe, so, Lin kann ich als
Albefe. Und dann kann Hella auch hier Albefe. Sind die dann da? Haben wir dann zumindest schon mal zwei Leute hier. Die Malochen. Ich glaube, ich könnte noch mal so einbauen. Nein, falsche Taste. Jetzt. Ich könnte noch eine Crewstation bauen und hier gleich daneben setzen. Ich könnte noch eine... Das Material habe ich noch. Auch wenn mir das Eisen langsam ausgeht, könnte ich hier 6 Leute packen, hinpacken. So vom Verständnis her, bis jetzt. Crew? Genau. Ja, jetzt kann ich 6 Leute hier hinpacken. Hm? Ja, der ist hier. Riesiger Fan, packen wir auch erstmal hier hin. Du hast die maximale Anzahl Zuweisungen von Crewmitgliedern deiner Shift-Befehlsstufe erreicht. Ah, okay. Ich kann den jetzt nicht hier hinpacken. Vasco, kann ich den? Kann ich auch nicht. So, dann müssten die eigentlich bald aber hier sein. Gehe ich mal von aus. Eine Sache habe ich vergessen, fällt mir gerade auf. So. Die sind ja nicht verbunden mit dem hier. So, da fehlt noch Helium. Wir müssen auch Helium hier liefern. Ich will mir jetzt aber auch mal den Turm ansehen. Ui! Wie auch immer das passiert ist. So, da haben wir den Turm. Und da hinten ist auch unser Schiff wahrscheinlich. Ich frage mich, wie viele Leute man eigentlich allgemein auf einer Basis quasi stationieren kann. Oh, das ist ja nice. Wie weit man hier... Man kann hier schon ordentlich weit gucken. Wir werden sowas noch richtig gut ausbauen. Man muss ganz schön weit nach oben laufen. Mit dieser Wendeltreppe. So, ich würde aber auch einmal pennen gehen, um zu gucken, ob die dann auch wirklich hier unterwegs sind. Lynn, Hella und O'Hara oder wie er jetzt hieß. So,
gucken, wenn wir jetzt eine Stunde schlafen, dann müssten die da sein. So, Stündchen. Die Welt gibt einen aus. Ach so. Sie hat sich auch schlafen gelegt. Dann fehlt uns hier aber noch zwei Betten. So, wo könnten jetzt Lynn, Hella und O'Hara sein? Sind die denn überhaupt da? Vielleicht muss ich später wiederkommen oder so. Ich gehe mal davon aus, dass ich später wiederkommen muss. Damit man die hier antrifft, obwohl, warte. Ne, da kommt niemand. Ich hatte kurz gehofft, dass da jemand vielleicht kommt. Was schade ist. Ich finde es aber krass, wie hoch man hier springen kann, sage ich jetzt mal. Ja, Ausdauer. Ich hab's immer mit der Ausdauer. Egal welches Spiel, bei mir die Ausdauer, die ist immer für den Arsch. Aber dann würde ich vielleicht einmal noch mal zur Erde gehen. Einsteigen. Ich gucke mal, wie viel ich jetzt noch in unser Schiff da reinpacken kann. Beziehungsweise hatten wir auch Zugriff gerade gehabt, so auf die Schiffsteile. Also was ich hier habe im Schiffsinventar. Nee, hier. Anscheinend schon. Wieder kein Platz mehr. Naja, ich kann nichts mehr lagern. Dann vielleicht doch einmal nochmal zur Erde gehen, gucken, was ich da noch bauen kann. Und gucken, dass ich das alles irgendwie in ein paar Lager dann auf der Erde einlagern kann. Das wird einfach nie lang. Lift off! Orbitaleintritt fertig. Tanzen wir zwischen den Sternen. Ja, wir fliegen ins Sollsystem noch einmal. So. Zur Erde. Genau, ins Necrom Hauptquartier. So, und dann gucken wir mal, was wir hier bauen können. So.
Nein, ich kann den hier nicht mehr bauen, weil mir Eisen fehlt. Dieses Teil verdoppelt die Reichweite deines Handscanners. Irgendwo habe ich schon einen gebaut, oder wie? Na doch nicht. Ah, ich habe hier... Vervierfacht, verdreifacht, verdoppelt. Also Ausstellungspuppe. Nee, ich will hier dann jetzt endlich das bauen, was ich ja vorhatte. Was ich nicht mehr machen kann. Ich wollte eigentlich erstmal so einen Korridor machen. Nee, ich wollte eigentlich den hier machen. Stimmt. Und dann von da damit aus hier in einzelne Bereiche dann weitergehen. Wo dann die Wohnmodule und so weiter sein werden. Wo ich aber eher in diese Bereich, also in diese Zone, nicht das. Ich kann jetzt gerade wirklich nicht wirklich was machen. Aber ich kann hier den hier machen. Sicheres Lager für produzierte Waren. Ich packe trotzdem schon mal, vorsichtshalber, ein hier hin. Oder drei gleich. Dann packe ich den mal hier neben. So. Erst einmal. Gasspeicher könnte ich auch noch machen. Ich glaube, hier will ich aber nichts abbauen. Zehn Prozent, was hat der denn? 8%? 9%. Was haben die denn gelagert? So, Inventar. Pack ich mal alles. Kann nicht mehr gelagert werden. Ich finde das cool, dass das so nach oben geht hier. So. Auch schon voll. Oder wie jetzt? Tatsächlich. Ich brauche mehr von denen. Nein! Was mache ich jetzt? Ach cool, da oben auch nochmal. Kann man einmal an der Seite sehen und einmal oben. Was leuchtet das hier an? Das eine Schiff ist immer noch von denen da hinten. Ja, wir müssen zusehen, dass wir auch endlich mal irgendwie mal ein Schiff kapern. Ich möchte endlich mal ein Schiff kapern, ja? Und eventuell sogar verkaufen.
Das ist jetzt aber echt ein weiter Weg. Kann ich irgendwie, Ja, was gibt's? Hast du was für mich? Ja, ich hab einiges, was ich dir, geben möchte. Hier. Mal gucken. Wie viel kann die mitschleppen? Okay, Sarah Morgan kann nicht mehr tragen. Ja, jetzt können wir wieder vernünftig laufen. Ich muss zusehen, dass ich jetzt alles mal verbrauche. Oder irgendwie einlager. Ich wollte schon sagen, kurz hängen geblieben, das Spiel. So, wir brauchen aber wieder einen Händler. Irgendjemand, der uns das alles abkauft. So, hier können wir ja immer noch nichts reinpacken. So. Wir leben auf einem Raumschiff. Da funktioniert das mit Haustieren nicht so gut. Studien haben bewiesen, dass Haustiere und die damit verbundene Verantwortung... Du gibst nicht auf, was? Wir werden sehen, Liebes. Okay. So, ich hätte jetzt aber wirklich gerne Lust, mal irgendwo hinzufliegen, wo wir ein bisschen Schiffskampf machen können. Ein paar Schiffe zerstören und kapern. Wo könnten wir dafür hin? Orbitalposition erreicht. Wir sind wieder im All. Wo würde es Sinn machen, hinzufliegen? Damit wir ein bisschen kämpfen können. Merkur waren wir auch noch gar nicht. Verlassene Ekliptik-Garnison. Kurs festlegen nach Merkur. Ja, reisen wir mal dahin. So, Merkur, da haben wir die Ekliptik. Super. Ah! Da haben wir es endlich. Crimson Fleet Ghost. Komm! Triff den! Okay, der ist kaputt. Gibt es hier sonst noch jemanden? Da gibt es noch jemanden. Komm. Nice. Ich hoffe, wir können die jetzt kapern irgendwie. Schiffslevel 2. A-Reaktor. Okay, Crew 3. Schild, Hülle. Vielleicht können wir die jetzt... Komm, ich versuche da hinzukommen. Vielleicht können wir die kapern. Nein, ich will dahin. Okay, schade. Ich wollte die... Okay, wenigstens haben wir zwei Schiffe kaputt gemacht. Wollte die aber kapern. Mein Schiff ist nur zu langsam. So, da vorne gibt es aber auch noch was.
Autsch. Nee, warte. Da. Ich glaube, wir können das mal ein bisschen runter machen und dann hier. Genauso wie bei dem. Autsch. Ja. Wo haben wir denn Mars? Da. Mars? Genau. Fliegen wir da mal hin. Da können wir ja bestimmt noch was verkaufen. Cydonia. Ach komm, machen wir so. Cydonia. Mars Launchpad teilweise erkundet. Teilweise erkundet. Komm, wir landen da mal. Hauptsache, ich krieg's hin, dort irgendwas jetzt zu verkaufen. Das, was wir noch übrig haben, was auch zu viel wiegt. Stell dir vor, auf so einem Planeten zu stranden. Wie soll man da überleben? Dann vielleicht direkt auf Cydonia? Die erste dauerhafte Kolonie abseits der Erde befand sich auf dem Mars. Aus dieser Kolonie entwickelte sich später Cydonia. So, ich hoffe, der Handelsautomat hier hat zumindest Geld. Ja. So. Kann ich hier noch ein bisschen was loswerden? Und wieder nicht mehr. Doch den. Dann hat er noch zwei. So, 5000 genau verdient. Optimal. Und drinnen müssten auch noch Händler sein. Wo waren die Händler? Die waren doch, glaube ich, hier oben, ne? Genau, hier, Trade Authority. Hey, willkommen bei der Handelsaufsicht von... Jo, cool. Ich würde gerne handeln. Was machen wir hier? Jo, der hat wieder 11.000, perfekt. Ich will aber verkaufen. Was kann ich ihm noch andrehen? So, Waffen. Ah, genau. Dann nimm noch die Dinger an. So. Ja, komm, die alle weg. Die alle weg. Kleidung weg. Hilfsmittel. Algen. Alien-Genmaterial. Brauche ich nicht. AMP, angebissenes Sandwich.
Ein angebissenes Sandwich ist 10 Credits wert. Behälter mit Müsli. Bier. Birne. Warte, erstmal gucken, habe ich. Die Dinger brauche ich nicht. Ressourcen behalte ich alle, aber hier. Wiegen die was? Ja. Weg damit. AMP brauche ich noch. Wegen der Quest. Battlestim brauche ich nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die können weg. Ja, die auch alle weg. Chunks Schoko weg. So. Na komm, ja. Frostwolf? Das brauchen wir nicht. Full Food. Hafercluster. Heilgel brauchen wir. Heilpaste brauchen wir. Herz. Plus 20 Gesundheit für 2 Minuten. Plus 200 Schadensreste. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Achso, er hat nicht mehr das Geld dafür. Gut. Was haben wir hier? Brauchen wir nicht. Injektor brauchen wir noch. Karotte weg. Kefir weg. So, was können wir. Milch können wir verkaufen. Ne, können wir nicht. Ich habe das wieder verdreht. Orange. Ja, ein. Was hat er so im Angebot? Vielleicht können wir mal Munition von ihm holen. Ja, komm, wir gönnen uns alles Muni, was er hat. Können ihm alles andere noch andrehen. Muni wiegt ja nichts. So, verkaufen. Was kann ich ihm noch andrehen? So. Nee, hiervon nichts. Von meiner Hilfe. Das kann weg. Destilliertes Wasser war weg. Heilpaste braucht man noch. Herz brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Medipack behalten wir. Das brauchen wir nicht. Nee. Schrimps Essenspack. Sprudelwasser. Squall. Nee. Die können auch alle weg. Traumapack behalten wir. Wassertrinkpack. So, Notizen. Constellation Guide behalten wir. Dracula. Weg damit. Grundlagen der Schiffsreparatur weg. Amas Rucksack-Nachrichten. Mining aktuell. Neues von Dead. Dead behalten wir. Omega, die letzten Tage der Erde. Warum habe ich so solche Bücher jetzt mit? So, Ressourcen. Sonstiges. Hoppala. Guter Plan. So, verkaufen von hier. Nee, hier. AMP. Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Das. Das brauchen wir nicht. Kefir. Nee, lassen wir weg. Milch kann weg. Mochi kann weg. Neurajack.
Orange, Orangensaft, Pale Ale, Panoptikum weg, Rahmur, Penicillin, Rahmnudeln. Das kann weg. Red Ale weg. Wir haben so viel Schrott mit. Hoppala, egal, jetzt. Räucherlachsfilet. Salat. Schiffsteile, die behalten wir. Schlangenöl. Die kann weg. Sellerie. Ich glaube, ich habe mit der Muni gerade einen Fehler gemacht. So. Das kann auch weg. Pizza auch weg. Wieso haben wir so viel Lebensmittel in unserer Tasche einfach? Whisky-Trinkpaket. Trinkpäckchen. Wodka-Trinkpäckchen. Das finde ich aber super mit dem Trinkpäckchen. Ich hätte ihm nicht alles Muni abkaufen sollen, obwohl... Brauchen wir wirklich alles, was wir hier haben? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Warte, dann verkauf ihm die Muni, die ich nicht brauche. So. Warte mal gucken. Erstmal die Muni, die ich habe. Die Waffen, die ich habe. Welche Muni nutzen die? Der nutzt nichts. Der 6,5. Der 7,77er. 7,77er. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Den kann ich auch verkaufen. So. 11mm, 7,77er. KVLSR. Ich glaube, alles andere brauche ich nicht. Nur... Kann ich ihn wieder zurückverkaufen? Wir haben alles Mögliche. Frag ein. Ich bin gern behilflich. So. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was ich brauche. Die gar nicht. Dafür wieder haben. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Die ebenfalls nicht. Da haben wir die Dinger wieder, die brauchen wir ja noch. Die nutzen wir gar nicht. 6,5er nutzen wir. 7,5er nutzen wir. Den nutzen wir gar nicht. 7,77er. Die nutzen wir nicht. Kaliber 7,20, die nutzen wir auch gar nicht. Ultramag, nee. ICP auch nicht. Kaliber 50er nutzen wir nicht. Leichter Teilchenzünder. Die nutzen wir auch nicht. Ich glaube, das war's. Wir haben trotzdem jetzt blöderweise Verlust gemacht, weil ich ihm jetzt 22 Riesen einfach so gegeben habe. Wir sehen uns. Ja.
Ja, die haben das. Den brauchen wir gar nicht. Ich glaube, die drei, die brauchen wir nicht, die nutzen wir nicht. Sondern hauptsächlich die. Kann ich ihm auch noch. Zeit. Ich lerne noch, wo hier alles ist und wo es hingehört. Aber ja, keine ja. Sorge, wir kriegen das hin. Okay, dann verkaufe ich ihm noch. Den brauche ich noch. Den brauche ich noch. Den Grendel nutzen wir nicht. Den nutzen wir auch nicht. Den nutzen wir eigentlich auch nicht. Auch wenn es eine schöne Waffe ist, aber nutzen wir einfach nicht. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffen noch. Komm gerne wieder. So, warte, noch einmal gucken. Meine Waffen. Die 6,5er, die KVLRSR, 11er, 77er. Und die Muni, die ich habe, ist ja noch immer... Ach, 1,5er KVLRSR. Ist das, was ich habe? Nutze? KVLSR. Die anderen, die brauche ich nicht. Also die 1,5er, also nur die 3er. Okay. Dann kann er die 1,5er noch haben. Cool. Das machen wir hier. So. Sorry, dass ich jetzt hier eine Dingens-Folge gemacht habe draus, also so, die haben aber noch, ich glaube, die brauche ich nie mit Ari, nur CT oder mit Arai. So, hier auch nochmal mit Arai. Ja. Ja, passt. Wir sehen uns. Ja, dann haben wir es erstmal so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, da wir jetzt alles verkauft haben. Oder vieles verkauft haben. Und sehen auch zu, dass wir mal hier bei unserem Schiff mal das Frachtlager ein bisschen leerer bekommen. Irgendwie kriege ich es hin, mein Geld sehr schnell zu verschwenden. Aber egal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.